So, guten Morgen, Freunde. Hier sind wir wieder heute mal aus dem heimischen Garten. Ja, ich will euch heute einen Rucksack vorstellen. Ein richtig geiles Teil, einen taktischen Rucksack, 35 Liter. So für Tagestouren und so reicht der völlig. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Freunde, hier bin ich wieder und mit mir der Rucksack. Es ist ein taktischer Rucksack, 35 Liter, sieht klein aus, aber es geht unwahrscheinlich viel rein. Das werde ich euch jetzt mit euch zusammen mal packen hier. Wie gesagt, ich habe ihn einmal dabei gehabt, aber da war auf keinen Fall voll beladen. Schauen wir uns jetzt mal an, überhaupt, was alles dran ist, was er kann. Und ja, dann schauen wir weiter. So, hier haben wir das gute Stück. Also, es sind ein Haufen Schnallen dran, nachher zum Fest zum Komprimieren. Ja, hier festzurren, unten kann man festzurren, dass alles komprimiert wird. Hier vorne haben wir Molle-System dran. Hier haben wir ein Molle-System dran. Ich mache mal jetzt den hier auf. So, wir haben jetzt hier eine kleine Tasche. Da habe ich ja meinen Proteinriegel, mein Foster Spray für meine Atemnot, die wo ich ab und zu mal habe. Und die Tasche ist auf keinen Fall voll, also da passt noch was rein. Dann haben wir hier eine Tasche aufgesetzt. Mach sie mal auf. Ist ein Fach. Ja, hier hat man ein extra Fach für ein Handy oder eine Powerbank oder so. Man kann hier Stifte reinmachen oder einen Feuerstahl. Ja, je nachdem, wie ihr euren Rucksack packt. Jetzt kommt das nächste Fach. Haben wir jetzt auch noch mal so ein Netzteil hier, da noch mal eine Tasche, zwei Wegereißverschluss. So, und dann haben wir hier das Hauptfach. Das kann man ganz aufmachen bis unten hin und kann ihn sich im Endeffekt so packen. Hat man hier noch ein großes Fach. Weiß nicht, wer ein Urban nutzt, vielleicht ein Laptop rein oder was weiß ich. Hier hat man eine Tasche, wo man zumachen kann. Da meistens Geldbeutel dann drinnen, solche Taschen oder so Sachen, wo nicht verloren gehen darf. Und jetzt packen wir mal das Ding zusammen. Besser gesagt, gucken wir mal, was so reinpasst. Also, dann fangen wir mal an. Ich leg mir jetzt hier mal. Ich packe jetzt einfach mal bunt durcheinander. Wie gesagt, ich hatte ihn auch noch nicht voll. Dann packen wir uns hier mal das Tarp rein. Habe jetzt hier einen leichten Sommerschlafsack. Den könnten wir auch draußen. Ja, den machen wir nachher draußen hin, oder? Machen wir ihn rein. Können wir auch reinmachen. Dann haben wir hier noch Hikematte Pro. So. Also, Tarp. Schlafsack, Isomatte. Dann packen wir hier das unterste Fach mal zu. Und man sieht es, er ist eigentlich noch immer nicht voll. Also da ist noch Luft. Und ja, dann packen wir mal zu hier. Reißverschluss. Wie gesagt, so. Dann hätten wir das erste Fach hier jetzt mal belegt. Dann nehmen wir mal das zweite Fach her. Da packe ich mir meine Drohne rein und meine Dose mit Kaffee. Ja, obwohl,
Das werden wir jetzt so nicht zukriegen. Dann gucken wir, machen wir das mal anders. Dann packen wir die da rein. Packen wir die Unterlegplane noch da mit rein. So. Also ihr seht, das Teil, das sieht echt klein aus, aber man kriegt echt einiges rein. Also das ist unwahrscheinlich. So. Nächste Fach gepackt. Hier vorne, gut, meine Hängematte, die werde ich da jetzt nicht mehr reinbringen, aber wir haben ja auch außen, machen wir Handschuhe rein, Säge, packen wir da noch mit rein. Ich habe meistens dann noch Kameraausrüstung dabei, Powerbank und so. Die würde ich dann da vorne reinpacken. Also ihr seht, es ist bei weitem noch Platz. Ja, dann das Fach hier auch belegt. So, dann wird es hier wieder zugemacht. Also wie gesagt, für Tagestouren, da hat man ja normalerweise jetzt nicht Schlafsack und alles dabei. Höchstens man plant einen Overnighter, da kommt dann bei mir die nächste Größe zum Einsatz, mein 65 Liter Rucksack. Kann man hier jetzt überall schön festzurren. Alles ein Handgriff. Meine EDC-Tasche. Medikit, Verbandszeug, Feuerstahl, Rettungsdecken, alles, was man so braucht. Ziehe ich mir immer hier durchs Molle-System durch. So. Machen wir fest. Rucksack ist gepackt. So, jetzt seht ihr, wie das sich im Endeffekt, ja, was da alles reinpackt. Und unten ist immer noch Luft, da habe ich ihn jetzt halt festgezogen. Aber da würde ich noch was unterkriegen. Dann haben wir hier die Trageriemen. Dann ziehe ich mal an. Trageriemen. So. Jetzt habe ich schon verdreht. So. Hier vorne mein Messer, Backup-Messer. Jetzt haben wir hier einmal einen, ja, Scheiß jetzt wegen Mikro und Brustgurt. Wir haben hier einen Bauchgurt. Alles verstellbar. Sitzt perfekt. Könnt ihr es euch nochmal angucken. Also es geht einiges rein, sitzt perfekt, ist gepolstert am Rücken. Man kann auch noch eine Trinkblase integrieren, das zeige ich euch gleich noch. Und sonst super Teil, würde ich sagen. Wie gesagt, kann man festschnallen, kann man hier öffnen. Man hat überall noch Befestigungsmöglichkeiten mit Karabiner. Molle kann man befestigen. Also eigentlich einwandfrei, genau das Richtige für so einen Tagesausflug. Das zeige ich euch noch geschwind. Das Rückenteil, also ist sehr, sehr gut gepolstert. Guckt, kann man eine Trinkblase integrieren. Kann man da reinmachen oder auch innen rein. Ist echt gut gepolstert. Was mir jetzt aufgefallen ist, bei meinen anderen Rucksäcke schwitze ich immer am Rücken, wenn es warm ist. Aber hier irgendwie kommt Luft rein von der Seite und so. Also kein pitschnassen Rücken. Und wie gesagt, alles mit dem Handgriff hier, schneller Handgriff, alles verstellt. An dieses System hier mit der Gurte so habe ich mich auch erstmal gewöhnen müssen, aber es ist echt un alles top, doppelt und dreifach vernäht. Also klare Kaufempfehlung. Das Teil gibt es in drei verschiedene Farben. Glaube Multicam, in Coyote und dann noch in Rain Camo oder ich weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall in drei verschiedene Farben gibt es den.
Kostet, glaube ich, um die 35, 40 €. Ich verlinke euch das Teil wie immer unten in der Infobox, wo er herkommt. Und ab da, wo das Video eingestellt wird von mir, gilt es bei diesem Händler. Der kommt von Taktische Welt. Schreibe ich euch auch E-Mail-Adresse rein, verlinke ich euch alles. Mit dem Rabattcode Tactical Bushcraft and More zusammengeschrieben, blende ich euch unten ein, gibt es die ersten 14 Tage 10% Rabatt auf eure Bestellung. So, das war's dann schon von meiner Seite aus. Wünsche euch einen schönen Tag, es ist Bombenwetter und ich sage Servus und Ciao.